Alles neu macht der Mai. Aber wieso eigentlich? Der Mai, das ist ja nicht der Januar, bei dem man sich den ganzen Monat darauf konzentrieren und sich daran erinnern muss, beim Datum auch das richtige Jahr aufzuschreiben. Alles neu macht der Mai, weil lange Zeit der Mai der Monat war, in dem Angestellte in der Landwirtschaft und Dienstboten ihren neuen Job angetreten haben. Das war für sie quasi der Beginn des neuen Wirtschaftsjahrs nach dem Winter, in dem man gar nicht viel machen konnte und in dem der Mensch und die Seele einfach stumpf zu Hause hingen. Der Mai mit seinem Frühling ist der Gegensatz zum Winter. Kahle, knorrige Bäume werden voll und grün. Die Luft riecht so, wie sie nur im Frühling riecht. Und du kannst endlich wieder Sonne auf deiner Haut spüren. Der graue Winter ist alt geworden. Der Mai, der Frühling, bringt dein neues Lebensgefühl. Für dieses neue Lebensgefühl hat Adam von Kapp ein Lied geschrieben. Und es heißt, alles neu macht der Mai. Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei. Lasst das Haus, kommt hinaus, windet einen Strauß. Zu singen auf die Melodie von Hänschen Klein. Der Mai macht die Seele frisch und frei. Ist jedes Jahr ein neuer Start für ein etwas volleres Leben. Und von so einem Neustart schreibt Paulus auch diesen Sonntag. Darum legt ein neues Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber zieht die Liebe an. Sie ist das Band der Einheit. Und der Friede, den Christus schenkt, der lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen. Und dafür seid auch dankbar. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne reichlich bei euch. Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig, aber tut es mit Weisheit. Und singt Gott aus vollem Herzen Psalmen und Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Das alles, das ist das neue Leben, der neue Mensch. Und das ist für Paulus ein Gegensatz zum alten Menschen. Und was der alte Mensch ist, das erzählt er in dem Teil, der vor unserem Predigttext liegt. Das ist jemand, der den ganzen Tag damit beschäftigt ist, wütend zu sein und neidisch und dem das Lügen nicht fremd ist. Jemand, der aber fremdbestimmt ist von seinen Impulsen. Es ist anstrengend, so ein Mensch zu sein, weil Neid unglücklich macht und Wut leer macht und Lügen anstrengend ist und schnelle Impulsbefriedigung am Ende eben auch ist wie leere Kalorien. Winter für die Seele. Aber der neue Mensch, der sich von Jesus inspirieren lässt, ist eben anders, ganz nah am Frühling. Die Seele braucht die Sachen, die den neuen Menschen ausmachen, die Sachen, von denen Paulus schreibt. Die Seele muss sich die Liebe anziehen, sonst wird ihr kalt. Sie braucht herzliches Erbarmen, wenn man mal wieder so richtig ins Klo gegriffen hat. Sie braucht ein bisschen Demut und Sanftmut und Geduld und Frieden. Vielleicht braucht sie viel öfter, als wir denken, auch Frieden. Soweit okay. Aber ich sehe, Sie sind nicht so richtig überrascht. Das Überraschende, finde ich, ist nicht Geduld und Frieden und Liebe. Okay, das ist alles irgendwie erwartbar. Aber das Überraschende ist, was Paulus am Schluss schreibt, nämlich singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Der neue Mensch braucht für den Frühling seiner Seele das Singen, die Musik. Paulus weiß das, die Psychologie weiß das. Es gibt genug Studienbände dazu und es gibt sowas wie Musiktherapie. Aber wissen wir es noch? Wann hast du zum letzten Mal laut gesungen? Auch wenn es vielleicht peinlich war. In der Kirche oder im Club oder ein verschämtes Happy Birthday im Büro. Oder deinem Kind leise ein Abendlied? Oder wann hast du zum letzten Mal mit vollem Herzen Gott gelobt? Dafür, dass er dich ins Leben geliebt hat. Dich und noch mindestens einen anderen Menschen, der dich auch liebt. Mindestens. Wann hast du zum letzten Mal so gelobt, dass dir davon beide Herztüren aufgegangen sind? Nicht Selbstlob. Und auch nicht einfach nur ein Kompliment. Oder ein, das hast du aber schön gemacht.
für das sehr lieb gemeinte, selbstgemalte Bild, was du dann in den Kühlschrank gehängt hast. Ich meine, so richtig gelobt. Gott so richtig gelobt. Wenn er singt, wenn er lobt, ist der Mensch ganz nah bei Gott, ganz nah an seinem Urzustand. Und sei es nur, dass du unverschämt, ohne Scham, laut in der Dusche singst. Wir Menschen sind fürs Loben gemacht und für mollige Melancholie und für Melodien, die uns die Tränen in die Augen treiben, wenn wir sie hören. Und für Bach und Beethoven und Buxtehude und gregorianischen Choral und für die Beatles und Coldplay, Nirvana und Avicii und ja, manchmal auch für Helene Fischer, Atemlos durch die Nacht. Daraufhin sind wir geschaffen. Für Liebe, Demut, herzliches Erbarmen und Frieden und fürs Singen. Wenn das in unserer Seele zusammenkommt, dann kann sie klingen, dann gehen in ihr Türen auf, dann weht diese Luft rein, die so nur im Frühling riecht, und dann spürst du die Sonne auf deiner Seelenhaut. Dafür hat uns Gott gemacht. Amen. Und sagt ihm einen Liefling.